Okay, wir sind hier im Paradiso Land mit einer blauen Münze. Und eingesackt. So, eine blaue Münze fehlt noch. Da haben wir 3 Sterne. Aua! Ah, nein! Er springt! Oh, mein Gott. Und? Ach, in Sicherheit. Okay, dann fahren wir mit dem Boot. Da-da-da-da-da-da. Okay, dann erfüllen wir mal die Bitte eines alten Mannes. So, bloß welchen Weg nehme ich dafür? Hm, das ist gefährlich. Da vielleicht? Ach, man weiß gar nicht, wo man hin soll. Okay. Dum, 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 da, da. Oh, oh mein Gott, das war knapp. Dum, da, 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 da. Wow, wow. Okay, der Wasserfall wurde verkorkt. Na, das ist ja mal richtig kreativ. So, Transporter. Bloß da muss man hier Wasser reingießen. Damit ein Gewichtsausgleich stattfindet. Schön. So, was war das hier? Das war ein ganz komischer Schalter, oder? Genau. Und dann so in die Wand reingehen und dann offenbaren sich geheime Gänge. Was ist das jetzt hier? Ah, okay. Wenn man hier Dreck wegmacht, dann erscheinen Gehwege. Wunderschön. Warte mal, hier auch. Ah! Aua, nein, nein. So, hier auch, wenn ich das hier wegmache. Mann, ey. Wenn ich das hasse, eben diesen kleinen Viechern hier überall. Ich glaube, hier geht gar keinen Wandsprung, oder? Ne, geht gar nicht. Okay, nochmal von vorne. Hier sind Muscheln als Treppe. Das sind doch Muscheln, oder? Das ist Muscheln. Ihr braucht da keinen Fahrstuhl hier, man. Ihr könnt doch auch so hoch. Ach, so eine Scheiße. Oh mein Gott, Schleimbolzen. So, hier ist ein Delfin rangemalt. Wegmachen, ist hässlich. Hopp, hopp. Okay. Wo sind wir jetzt? Hier ist auch irgendwas Ekliges rangemalt worden. Was haben wir da? Haben wir hier irgendwas? Oh, tatsächlich. Oh nee. Aua, ah, aua, aua. Okay, irgendwie entstehen hier immer so eine komischen Dinger. Da ist ein Vogel. Oh, die Taube des Friedens. Da, da, da. Aber okay, ich glaube, wir sind bald da. Hey, bunte Farbe, Alter. Voll die Hippie. Hippie-Soße. Ich nenne das jetzt immer Hippie-Soße. Okay, Hippie-Soße. Mann, Mario. So, haben wir da eine schöne Krake? Gefällt uns nicht, also weg damit. Autsch, Alter. So, hier muss aber Wandsprung gehen. Okay. So, hier kann ich erstmal Wasser auffüllen. Zack. Autsch, und mich treffen lassen. So, Wasser wegmachen bringt ja nichts. Kommt sowieso immer wieder neu. Mann, Mario, mach doch mal den Wandsprung jetzt. So, was ist denn das hier? Was ist das denn hier? Ein Leben! So, da ist der olle Penner. So, ich bin immer spannend. Wie besiegt man denn den nochmal? Ah, genau. Genau. Das war doch irgendwie. Oh mein Gott! Oh. Also muss der ganze Schleim hier weg. Ich kann so nicht arbeiten. So, okay, hopp und Wurf! Bam! So, und nochmal. Hopp! Und alle guten Dinge sind natürlich wieder 3. Hopp! Bam! Und tschüss, Mann. Was bist du überhaupt für ein Vieh? Und der Korken macht. Man hat aber einer Druck drauf. Der Stern! Und gleich eingesackt. Na, komm her. Ah, das war geil. Ich fand's cool. Juhu! Schön. Schön, schön, schön. So, haben wir jetzt endlich mal die ollen Hochdruckdrüsen in der Oberwelt. Ich will nämlich mal die Oberwelt ein bisschen erkunden, weil das ist viel geiler. Viel, viel geiler. Nein, nichts weiter Neues. Ich könnte kotzen, oh Mann. Naja, dann. Ja, was machen wir denn? Weiter Sterne sammeln. Ich will wieder zur Leuchtturmwelt. Also, ich sage nur Leuchtturmwelt, weil da ein Leuchtturm, weil die Welt in einem Leuchtturm ist, obwohl in der Welt selber nie ein Leuchtturm vorkommt, aber
Alter, er vertickt hier seine Pilze, Alter. Kommst du aus Holland oder was? Egal. Was ist denn los, Mann? Hier, kühl dich mal ab. Jetzt müsste aber durch diese 8 rote Münzen Riff oder so kommen. Rote Münzen im Korallenriff. Genau. Das war jetzt nicht so schwer. Sind alle an einer Stelle, alle ziemlich cool. Ah. Das Korallenriff. So, wie komme ich da am besten hin? Ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwie blaue Münzen. Sind hier blaue Münzen? Okay, ich glaube, die blaue Münze da mit dem Seil und so. Oh, alles rote. Deine blaue Münze? Nee. Ja, Schwein. Oh, hier hab's noch einen ganz beschissenen Stern, ich erinnere mich. Mit so einer dummen Melone. Das war erstmal scheiße. Da musste ich hier Melonen rumrollen und... Also vielleicht ist es nicht mehr so scheiße, ich erinnere mich bloß dran, dass das scheiße war. So, jetzt will ich aber erstmal zur blauen Münze. Wie komme ich da hin? Da ist eine blaue Münze, aber wie soll ich denn da hochkommen? Ist doch nicht so, dass das hier kein Trampolin. Aua! Hey, was soll das? Hier ist doch kein Trampolin, wie soll ich da hochkommen? Aua! Hier steht schon viel im Wasser! Ah! Alles klar! Jetzt ist es weg. Toll. Na egal. Der ist blau, also ist da bestimmt eine blaue Münze. Weil es der einzige blaue hier war. Und wir haben 3 Sterne. Geil. Ja, Wespen oder Bienen. Ich kann das nicht abmachen. So, da ist das Korallenriff. Aber ich gehe nochmal bei der Gelegenheit hier gucken. Grüß euch, da ist ein Stern drinne. Aber das ist dieser Melonstern. Das ist doch dumm, Mann. So, okay. Okay, jetzt wieder so ein Schwarm Fische. Und dadurch werden dann diese ollen roten Münzen, damit durchbewegen die sich ja. Natürlich ganz toll gemacht. Na, komm her. So, eine haben wir. So, und die anderen sind hier irgendwo alle versteckt. In diesem Korallenriff sind versteckte Münzen. So, mal ein bisschen heranzoomen hier. Ich sehe ja gar nichts. So, okay. Schwimmen. Hier ist die nächste. Und schon haben wir die Hälfte. Wunderbar. Hier ist noch eine. So, Mario kriegt auch durch Geld Luft. Das ist doch. Ey, Nintendo macht so geile logische Spiele, ey. Ich finde das immer so herrlich. So, wo ist denn hier noch eine Münze? Hallo? Habt ihr ganz unten? Nee, niemals. Hallo? So, kurz Luft getankt. Hier. So, dann weiß ich noch, dass hier irgendwo noch ein Fischschwarm rumschwimmen muss. Oder vielleicht sogar 2. Da. Na, wo sind sie denn? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ja, ein riesengroßer Mundfisch! Hau ab! Haust du ab! So, eine Münze fehlt bloß noch. Wo könnte die sein? Ich fange an zu schreien. Mal ein bisschen von oben gucken. Dann müsste die ja irgendwo sich deutlich sichtbar zeigen. Hallo? Münzilein? Komm her. Ja. Wo ist denn die jetzt? Als hätte ich's geahnt. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Doch, hier ist er doch! Da, komm zu Papa Mario! So. Der coole rote Münzenstern. So. Na, und ja! Das war so gut, das war cool. Juhu! 23 Sterne, was für eine schöne Zahl. Bling. Mario. Super Mario. Hau rein. Noch nichts Neues, außer diese olle eine Welt da. So, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf die Welt. Ich habe irgendwie Lust auf was anderes, was cooleres, was geileres, was toppiges. Ich will zocken, ja. Ich will nur zocken. Zu Hause in meinem Keller hocken.
voll das Kellerkind. Wie der Wind, ich renn mit Mario hin und her. Warte, was ist das denn da? Da kann ich ja rein. Ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Wow. Ach, war das nicht so ein Typ, wo ich ganz schnell alle Kisten platt machen muss, damit ich von dem was kriege? Mal gucken. Wo ich alle Kisten bin, 30 Sekunden, du gewinnst. Versuche starten. Okay, okay. Bam. 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 Kratz. Oh, Tour for Kind. Das ist ja einfach. Oh nein. Nein. So. Das war großartig. Du bist der Beste. Oh, oh, wunderschön. Gleich einen Stern abgegriffen. Du Trottel. Echt schon ein bisschen merkwürdig, dass die Dorfbewohner sich beschweren, dass die Sterne weg sind. Aber die haben die alle selber geklaut. Haben sie alle selber sich in die Taschen gesteckt. Egal, nicht hinterfragen. Oh, ist die Insel doch schon voll hell, ey. Ist doch geil. Oh, wir sind wieder hier. Ja. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas zu tun? In der ersten Welt? I think so. 100 Münzen habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust, ey. Nee, okay, hier gibt's nichts mehr. Es gibt also in jeder Welt 8 Sterne. Und ja, ich will nicht mehr. Nice. Kann ich nur so aus der Welt raustreten. Das haben wir gleich. Ja. Haben wir alle schon. Kennen wir schon. Okay, 100 Münzen, keine Lust. Wartet mal. Aua. Brrr. Ich verfolge mal kurz die Statistik. Swoot? Okay. Ja. Es gibt also in jeder Welt 2 Geheimsterne und 100 Münzensterne und... Oh mein Gott. Alles klar. Schön. Weiß ich Bescheid, ist doch nicht schwer. Also in welche Welt jetzt? Na gut. Gehen wir mal wieder in die Welt hier rein. Ja! Hoffentlich ist das nicht so eine beschissene, schwere Welt. So eine Mission. Blopper Surf Safari. Oh nein. Und natürlich ist gleich wieder das beschissenste, was geht. Ja, also das ist, eigentlich war es cool, das ist so ein komisches Rennding. Wie war denn das? Das waren, glaube ich, wir haben 3 verschiedene Dinger und... Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ey, da oben ist ein M! Ein M für Marcel. Ist doch cool, Mann. Herr mit der Münze, vielen Dank. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas drin. Irgendwas ist hier doch. Hier ist gar nichts. Komplett verarscht. Okay, der Part ist bald wieder vorbei. Das ist Mist. Ja. Das stimmt, ich bin der Blooper Surf Guru. Magst du das Surfen? Schnapp dir einen Blooper und probier es. Eine Kleinigkeit noch. Ich hafte nicht für Unfälle, ja? Also, falls du ertrinken solltest, naja, ich schicke deinen Freunden einen Blumenstrauß. So, mach ich das jetzt schon? Ich probier's einfach mal. Yeah! Boah, der geht aber ab, Alter! Da geht er richtig ab, Alter. Okay, ich folge einfach mal dieser... Okay, ich kann auch springen. Ich folge einfach mal dieser Spur. Und Blaumünze! Ah, erwischt. So. Yeah, und Freunde, was erwartet uns da drinnen? Das erfahren wir alles im nächsten Part bei der Blooper Surf Safari. Ciao!